feiern. Wir haben heute unseren informellen Rat nach der Europawahl. Wir freuen uns, dass die Europäische Volkspartei gewonnen hat. Jedenfalls ich freue mich und komme ja auch gerade von einem Treffen der Europäischen Volkspartei. Jean-Claude Juncker ist unser Spitzenkandidat für das Amt des Kommissionspräsidenten. Und jetzt werden wir heute im Rat beraten, wie wir die Konsultation mit dem Parlament aufnehmen. Dazu werden wir Herman Van Rompuy ein Mandat geben, dies zu tun. Natürlich in Zusammenarbeit auch mit Jean-Claude Juncker, der ja vom Parlament ausersehen wurde, die Konsultationen zu führen. Und ich hoffe, dass wir mit unseren Beratungen gut vorankommen. Es wird über Inhalte gehen der zukünftigen Arbeit in den nächsten 5 Jahren und dann natürlich über die Personalfragen. Wir wissen, dass keine der Parteiengruppen alleine eine Mehrheit hat. Das heißt, es wird darum gehen, breite Mehrheiten zu finden. Und jetzt werden wir die Weichen für den Prozess, wie das ablaufen soll, stellen.